Wir sind hier vor dem Haus von Herrn Lothar Riebsamen. Er ist Mitglied der CDU und im Bundestag als Abgeordneter, dort auch im Gesundheitsausschuss, wird sehr viel mit dem neuen Gesetz, das dritte Gesetz zum Bevölkerungsschutz, zu tun haben, das wir sehr kritisch sehen. Dort sind im Artikel 7 verschiedenste Grundrechte eingeschränkt, auch das Grundrecht der Unversehrtheit der Wohnung, und darum sind wir hier und demonstrieren. Wir machen jetzt hier den Start für eine bundesweite Aktion, wo wir Kerzen vor die Türen der Abgeordneten stellen wollen und vor die Parteibüros, um in Frieden nochmal ein Zeichen zu setzen, dass das ein schwerwiegender Eingriff in unsere Demokratie ist, dieser Gesetzentwurf. Und dass der Entwurf, so wie er jetzt ist, möglichst nicht durchkommen sollte am Mittwoch bei der dritten Lesung und bei der Abstimmung. Auf meiner Kerze, also es gibt im Internet einen Flyer dazu. Bei dem Flyer, da kann man auch solche Sprüche ausschneiden. Die Sprüche sollten positiv formuliert sein. Wir wollen nicht weitere Spaltung. Auf meiner Kerze folgt zum Beispiel: Folgen Sie Ihrem eigenen Gewissen. Herr Riebsamen, und nicht dem Fraktionszwang, weil das Gesetz wird uns alle betreffen. Ich stelle jetzt die Kerze dorthin. Ich habe: Setzen Sie sich bitte gegen Zensur ein. In allen Medien, Printmedien und wie sie alle heißen. Ja? Herr Riebsam, bitte setzen Sie sich für den Erhalt unserer Demokratie ein. Das höchste Gebot. Mir steht: Kontrollieren Sie als Abgeordneter die Regierung. Denken Sie an die Zukunft Ihrer Kinder. Verhindern Sie direkten oder indirekten Impfzwang. Lieber Herr Riebsamen, wir bitten Sie darum, sich Ihrer Pflicht als Abgeordneter bewusst zu sein, die Freiheitsrechte dieses Landes zu wahren und nicht das gesamte gesellschaftliche Leben auf Dauer durch ein Virus außer Kraft setzen zu lassen. Stimmen Sie gegen das Bevölkerungsschutzgesetz? Steht hier. Alle Menschen sind frei, man soll uns nicht wehren. Kommt alle herbei, das Grundgesetz ehren. Freireden versammeln statt. Lieber Herr Riebsamen, ich bin sehr besorgt, dass die Maßnahmen unverhältnismäßig sind, dass sie viel zerstören, dass sie viel die Selbstmordrate in die Höhe geht, dass Gewalt in Familien entsteht, dass Leute verarmen, dass sie wirtschaftlich ruiniert werden. Ich glaube, dass das alles unverhältnismäßig ist im Vergleich zur Gefährlichkeit dieser Grippe. Bitte setzen Sie sich ein für eine Verhältnismäßigkeit. Danke an die Polizei für die Unterstützung. Vielen Dank. Schönen Abend. Und hiermit ist die Versammlung beendet. Die Eilversammlung beendet. Ja, vielen Dank. Aus. Ja? Oh, habe ich mich. Ja, ebenso. Tschüss. Ja.